Hallo und herzlich willkommen zu Heinunds Barbecue Workshop. Eigentlich müsste ich heute was grillen, es wäre mal wieder langsam Zeit. Aber ich habe einfach keinen Bock, was zu machen. Und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich kein Video, jedenfalls nicht vom Grillen. Aber heute ist zum Beispiel hier in Erkelenz die Grillmeisterschaft. Dazu habe ich Bock und deshalb bin ich hier hingefahren und ich will jetzt mal schauen, was die Grillteams heute hier so zusammen grillen. Wie ich das jetzt schon so sehe, zieht sich die ganze Grillmeisterschaft so ein bisschen in die Länge. Ja, immer da Richtung runter. Hier in der Innenstadt, da kann man so den ganzen Weg entlang gehen und hier stehen überall Stände mit leckeren Sachen. Und ganz am Schluss, am Marktplatz, da findet dann die eigentliche Grillmeisterschaft statt. Aber hier ist zum Beispiel ein Weberstand, ja, von Holzland Wisch, da gehen wir gleich auch noch hin und dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter. Was ist hier? Oh, Feuermeister. Ja, die haben immer so Handschuhe und so. Ich habe mir eine Tasse mitgenommen, in der Hoffnung, dass ich irgendwo was zu trinken bekomme. Den ersten anderen YouTuber habe ich hier schon getroffen. Das ist der Sascha von Grillkanal. Barbecue mit Sascha. Ja, das ist der Typ, der zu mir gesagt hat, hallo Klaus! Ja? Ich war so nervös, er sagt, du ein Star. Warst das ist ja. Ich habe unheimlich viel Ähnlichkeit mit dem. ganz so viel los ist noch nicht. Er ist sehr ruhig. Sascha ist gerade erst gekommen, aber so die einzelnen Grillteams habe ich schon mal wenigstens gesprächsmäßig abgeklappert. Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt losgehen, weil wenn das hinterher zu voll wird, dann kannst du dich nicht mehr so richtig mit denen unterhalten. Dann dürfen jetzt, wir Land unter jetzt sein. Kannst du noch gut beim Essen, ja, weil die haben schon, ja, ich sehe ja schon, ne, du bist immer in Übung. Ja, vorgenährt. Ja, genau. Können wir ja auch, wenn du Lust hast, zusammen machen. Sollen wir zusammen gehen? Klar, machen wir doch. Super. Sascha, komm, wir gehen jetzt zuerst mal nach Barbecue aus Massen. Ja, die sind nämlich heute auch hier. Es sind ja nur 9 Grillteams angemeldet. Ja. Ja, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die gewinnt, ist also hoch. Ja, muss man ja mal ehrlich so sagen. Ne? Aber die sind schon richtig gut, da muss ich schon sagen. Die waren auch vor 2 Jahren schon dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da war ich aber nicht hier. Ja, die nehmen das vielleicht so ein bisschen als Angrillen für die, sag ich jetzt mal, etwas größeren Grillmeisterschaften. Ja. Ja, der Sascha nimmt ja auch auf für sein Video. Ja, genau. Ja, deshalb müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich mal vielleicht da hingucke und der Sascha da hinguckt. Ne? Jetzt gehen wir mal erst hier rein. Ne? Da dürfen wir bestimmt reingehen. Pass mal auf. Wir gehen einfach mal rein. Ein schönes Zelt. So. Ja, danke, danke. Und die sind natürlich auch schon fleißig, denn jetzt wird aufgenommen. Ja, jetzt. Jetzt. In geballter Macht. Boah. Guck mal hier. Ja, hier wird elektrisch gegrillt. Ja. Warum machst du das mit dem Föhn? Warum? Ja. Weil es schneller geht. Ja, ich habe mir gedacht, du bist so ein heißer Typ. Halt die Hand in die Kohlen rein, Junge. Dann muss das glühen. Muss ins Auge halten, brennt die Feuer. Ja, brennt die Feuer. Ihr macht also auch was im Dutch-Ofen. Jo. Ja. Oh, guck mal hier, mach ich schon wieder Werbung für Petromax, ne? So ein Scheiß, ne? Komm, machen wir mal hier, da. Einmal bezahlte Werbung. Ja, ich halt einmal drauf. Einmal bezahlte Werbung. Ja, genau, weil dann ist die Sophie direkt glücklich. So, und Pölli, darf ich mal ganz kurz reinkommen? Ja. Ganz kurz, nein, das ist lieb. Darf ich den doch begleiten? Darf der Sascha mitkommen? Er hat auch einen Barbecue-Kanal und der will natürlich auch ein Video machen. Ja, und man hat immer gerne hübsche Frauen auf dem Video. Ja, ja. Ja, genau. Du, ich muss auch dabei sagen, von euch dreien hast du die größten Brüste. Warte. Haben wir jetzt machen lassen. Extra. Ja, sehr erotisch, ja, muss ich sagen. Sehr erotisch. Oh, ja. Die Pölli, die hat hier sogar ein Spüle hier. Ja. Wie ordentlich die ist.
Willst du nicht mal zu mir nach Hause? Komm, kannst du mal sauber machen. Ja, ne? Mit Bezahlung machst du. Was hast du jetzt gesagt nochmal? Wenn die Bezahlung stimmt, dann mache ich das. Ah, dann machst du das, ja. Schnucki, wenn du nachher so Richtung Dessert nochmal hier vorbeikommst, ist die Eisdiele da. Ja, das ist richtig. Das Problem ist nur, ich bin nicht so lange da. Ja, das ist ja dann dein Problem. Ja, das ist ja immer so. Hier, macht ihr für Burger? Oder was werden das? Ja. Das ist ja Hack, ne? Ja. Das können wir hier, da auch. Hier wird auf Gas gegrillt. Eine schöne Plansche haben die da. Ja, sehr schön. Die sind natürlich hier immer perfekt ausgestattet, das muss man mal sagen. Der ist ein bisschen größer als meiner. Was sagt der Sascha da? Der ist schon ein bisschen größer als meiner. Ja. So was erzählt man doch nicht. Das im Video. Ein Ferkel immer. Danke. Entschuldigung. So, jetzt kommen wir nochmal rein. Ne? Guten Morgen. Es ist noch früh am Morgen, ne? Ja. Ja, ja. Und die haben jetzt natürlich, fängt der Stress schon an. Wir sind schon in Vorbereitung. In Vorbereitung, ne? Wo haben wir? Ja. Und jetzt machen wir gemütlich vorwärts. Jetzt erzähl mir mal, warum bist denn überhaupt, oder warum seid ihr überhaupt denn hier hingekommen? Ist ja eigentlich nicht so eine Grillmeisterschaft, die irgendwo in eine Wertung einfließt, ne? Richtig, aber komm her. Wir sind ja grillverrückt. Aber und hier hat alles für uns angefangen. Ja. Wir haben vor zwei Jahren hier den ersten Platz. Das schneide ich nicht raus. Da könnte es sich auch sein. Der bringt mich völlig durcheinander. Ja. Vor zwei Jahren hatten wir hier unser Debüt und haben im Dessert gleich den ersten Platz. Dessert ist mit hier Ansage bei Barbecue aus Massen richtig klasse, das und kann ich euch sagen. Kriegen wir heute noch eine Ansage? Nein. Nein, wirklich nicht. Du kannst, du kannst denen nichts aus der Tasche leiern. Das kannst du vergessen. Das probiere ich schon seit, was weiß ich wie lang. Ne? Die erzählen nichts. Nee, ja? Das ist total gemein. Ja, ist ja auch richtig echt so. Total gemein. Ja, 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 dann musst du halt den ganzen Tag hier bleiben. Wenn er fertig wann ist es soweit? Da komme ich rüber. Dann komm ich gucken. Also, in einer Viertelstunde ist der erste Boden normalerweise fertig. Viertelstunde, ja. 20 Minuten, dann ist der erste. Müssen wir uns beeilen. Und ne? Gesamtergebnis? Ja, nur Abgabe, ne? Ja, Abgabe. Ja, ich habe noch keine Termine hier, das ist gemein. Ich bin noch nicht so lange hier. Die Abgabe war 15 Uhr, 16 Uhr? Wenn du fertig bist. Dessertabgabe ist wann? Ich habe aber auch vergessen, immer anderthalb Stunden. 13, 14, 15 Uhr, warte mal. 13. 15:30 Uhr. Also 16 Uhr. Ja, so, da wisst ihr Bescheid. 16 Uhr. Alles klar. Wir sind ja hier am Stand von Barbecue aus Massen. Und Barbecue aus Massen ist es Pflicht, immer eine Sache zu trinken. Hat einer eine Hand frei? Dreh mal auf. Ja, die Frauen, die machen alles für mich. Alles. Hier. Ja. Ich lasse ihn vor die Tür. Das ist mal so eine halbe Stunde verhaltet. Oder so. Ja. So. Pass auf, ein bisschen an der Seite. Ja, so, das komm hier. Aus Massen hat was super Leckeres hier. Kriegt man zumindest als Ansage. Ja. Das Zickengold zum Wohle. Zickengold. Ja. Und hinein damit. Doch. Das ist süffig, ne? Also ich habe jetzt nicht gelesen, was es ist, aber... Granatapfel ist da drin. Ich werde häufig herkommen. Ja, wir kommen heute mindestens noch zwei, dreimal an den Stand, Sascha. Ja? So. Also du musst immer noch ein bisschen Platz lassen. Jetzt waren wir ja gerade bei Barbecue aus Massen. Ja, das sind die, die den zweiten Platz machen, weil den ersten Platz macht bestimmt heute Spranta Barbecue. Ich drücke denen allen die Daumen. Jeder macht bei mir heute den ersten Platz. Also ich sag mal, die haben natürlich den Vorteil hier, Barbecue aus Massen, die haben gerade das Zickengold verteilt. Ja. Mal gucken. Ja, aber wenn du da zu viel von trinkst, ja, dann... Dann ist auch Zickengold. Ja, ich habe letztes Mal so ein Päckchen mit dir gekriegt. Ja, boah. Meine Frau hat das alles ausgetrunken. So, und der Sascha inspiziert schon hier so ein bisschen das Grillgerät von Spranta Barbecue. Da haben wir das Grill von Spranta Barbecue. Alle hochkonzentriert.
konzentriert? Ja, die sind immer hochkonzentriert. Die junge Frau, die macht hier was? Eine Creme? Eine Creme. Oh, ist das für den Nachtisch? Nein, für den Burger. Für den Burger. Mayonnaise, sowas in der Richtung. Nein, ganz. So. Okra, Joghurt, Creme Fraiche. Und schaut mal hier. Ja. Was machst du da gerade? Ich mache ein Ratatouille. Ein Ratatouille? À la Remy, wie in einem Film von Disney. Ja, das sieht schon von der Farbe her sieht das geil aus. Ja? Hast aber schön geschnitten. Das hast du aber nicht mit der Hand geschnitten, ne? Nein, das habe ich mit meinem Nicer Dicer. Ja. Was? Mit meinem Nicer Dicer. Ein Nicer Dicer. Genau. Das ist ja, wir machen überall Werbung. Ey, hier, da kannst du, überall steht da irgendwas. Ja, also wer jetzt hier glaubt, dass das nicht auch eine Werbesendung ist, der ist eh auf dem falschen Kanal. So, dann gehen wir mal hier weiter. Hier haben die natürlich schön den grünen Spargel. Ja? Der Chef hier von Spranta Barbecue ist heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden und hat den Spargel selbst gestochen. Ja, hier unten schon die Stiele schön von der Schale ein bisschen befreit. Hier wird natürlich trendig mit einem Oberhitzegrill gearbeitet. Schönen Doppelbeefer mit 2 Brenner natürlich. Hier als Räuchertürmchen haben die einen El Fuego. Der ist JAS betrieben. Das ist ja für die Grillmeisterschaft natürlich super praktisch. Ey, Bier, ich hab jetzt einen Kaffee bei dir schon gekriegt. Und drüben ein Zickengold. Ja, Alkohol ist nicht so gut. Was hast du denn da? Hier, so ein Hövel. Ja, Hövel. Bier. Hast du das selbst gebraut? Ja, ich lasse das braun unter meinen Namen. Ja, dann Hövel, geht das, ja. Das ist nicht jedem bekannt. Ne? Ist das ein Kraftbier? Ja, schön. Wir haben ein Craftbock, haben wir hier ein Kellerbier. Komm, das nehmen wir auf. Wir machen Werbung für Hövels. Genau. Ja. Haben die noch mehr Biersorten? Ja. Ich kenne die ehrlich gesagt nicht, muss ich ehrlich zugeben. Das Original gibt es noch. Original gibt es auch noch. Das kannst du nicht sagen. Ja, kannst jetzt nicht. Hallo. Alle lecker. Die sind alle lecker, musst du sagen. Du kannst nicht sagen, das ist lecker und das ist lecker. Das ist noch leckerer. Ey, ja, ist ja auch eine Geschmackssache. Das ist das Leckerste. Also, du sagst, das ist das Leckerste. Ja, wenn der sagt, das ist das Leckerste. Ich probiere das jetzt. Warte, ich muss die andere Hand nehmen. Ja. Sascha, ich muss schon wieder trinken. Ja, viel Erfolg. Ja, pass auf. Okay. Deswegen grillen wir. Das ist das Leckerste, hat er gesagt. Kräftig malzig von Hövels Kraftbock. Ja, das leckerste Bier hier in ganz Erkelenz. Bestimmt. Und Support ist ja kein Mord, ne? Ja, natürlich. Ciao. Das schmeckt wirklich gut. So ein Scheiß, muss ich die Flasche noch leer trinken und ich muss ja auch noch gleich Auto fahren, ich muss aufpassen. Ich kann maximal die eine Flasche trinken. Ja, super eine Zugverbindung bereit. Du kannst es von da aus. Ja, aber ich muss heute Nachmittag ja noch nach Düsseldorf. Der Bahnhof ist der fährt direkt durch. Ja, aber ich muss mein Braun abholen. Keine Ahnung. Ja, aber es ist wirklich lecker, ne? Also, das könnt ihr kaufen hier. Ich mal nochmal hier. Hövelsbier, so, Kraftbock. Ja, lecker Bier. Wir gehen mal weiter. Ich muss erstmal. Wir gehen mal noch weiter, wir gucken gleich nochmal, ja? Genau. Ja, genau. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht jetzt an jedem Stand nur trinken und nichts essen. Dann bin ich hinterher besoffen und ich kriege nicht mehr mit, wie die Sachen schmecken. Wir müssen nur aufpassen. Ja, wir müssen natürlich auch noch zu den anderen Ständen kommen. Einigermaßen nüchtern. Wir haben natürlich auch hier eigene Gewürze. Kann man die irgendwo bei euch auf der Seite kaufen? Nee, direkt bei Rolf Weiß am besten kaufen. Bei Rolf Weiß. Alles klar. Hier haben die ihre Gewürze, ne? Habt ihr nur 3 Gewürze? Drei. Sind aber heute auch im Angebot. Eine Dose 5 Euro, 3,15. Ja, kann man nicht meckern. Ne? Eine Dose 5 Euro, 3 Dosen 15 Euro. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst, Sascha. Hast du eine Schule auf? Ne, du bist ja außer von der Sparkasse, ne? Rechne mal aus. Was kommt da raus? 3 mal 5. Ich würde sagen, das ist 11. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch direkt 3. Vielleicht kann ich ihr seid schon gut. Immer für einen Witz zu haben, ne?
Gut. Da gibt es natürlich hier sau lecker. Könnt ihr von ausgehen, ist für Schwein. Ist das so? Genau, Schwein. Ja. Da könnt ihr überall drauf machen. Dann den wilden Klaus. Nein, Feta. Ja. Und lecker, mehr Rind. Hier, wo müssen wir wissen überhaupt? Hier prickelnd lecker haben wir. Ja? Das ist für Dessert gedacht, aber auch wunderbar auf Lamm, Speerrübs, eine schöne minzige Note. Ja, genau. Mal was anderes. Mal was anderes. Mal nur Paprika, Knoblauch. So. Hast du alles drauf, Sascha? Muss. Ja, komm, wir gehen weiter. Hier auf der Grillmeisterschaft gibt es natürlich nicht die bekannten, nicht nur die bekannten Grillteams, sondern auch welche. Ihr seid regional? Ja, dann. Und ihr seid jetzt das erste Mal dabei? Ja. Ja. Jetzt, als Neulinge, wie sich das so gehört? Ja, wer seid ihr denn? Wir sind die Schweinschmecker. Ja? Die Schweinschmecker. Schweinschmecker, die halt besonderen Geschmackssinn haben. Ja, das habe ich mir schon gedacht, sonst wäre er nicht hier. Team Trüffelschwein. Ja. Trüffelschwein! Komm, alle müssen mit drauf. Ja, ist ja, ihr seid ein Grillteam. Ja, und das Grillteam besteht aus der Gabi. Bier. Aus der Gabi. René. Wieso sagst du zuerst René? So zeig ich mit dem Finger. Erst die Paul. Du also musst das noch lernen. Also nochmal. Die Gabi. Christine. René. Und der Udo. Und der Udo. Ein Vier-Personen-Team. Und die werden hier heute die Bühne rocken. Ja, so ist es. Ein Start-up sind wir ja, ne? Ja. Das ist egal. Ich sag dir mal eins. Nächstes Jahr sind wir schon an der Börse. Ja, ja, ich war mal auf der Krefelder Grillmeisterschaft. Okay. Auf der Krefelder Grillmeisterschaft. Und die schwarzen Handschuhe geht da gar nicht. War das Krefeld? Oder war das Jukunda? Weiß ich jetzt ja nicht. Da war ein Grillteam, die haben noch weniger gehabt an Equipment als ihr. Ja. Ja. Und die haben gar nicht schlecht abgeschnitten. Das ist echt so. Ja, weil das hat nämlich nichts damit zu tun, ob man den schönsten Stand hat, die tollsten Sachen hat. Man muss nur das geilste grillen. Ja, und gerade, ja, genau. Denn gerade die, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so eingefahren sind oder so, die haben manchmal richtig geile Ideen. Ja, ja sowieso. Ja, sowieso, oder? Ja, aber das habt ihr heute gegrillt, das habt ihr schon mal gegessen. Das haben wir schon mal gegessen. Ja. Und waren ganz zufrieden. Ja. Okay, es kommt ja aber auch immer, man muss ehrlich sagen, es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Ansprüche an. Ja. Ne? Ja. Ja. Das ist halt so. Muss den anderen Leuten ja auch schmecken. Ja, auf jeden Fall. Der Sascha, ne, der hat auch einen Grillkanal. Hier, ja. Der macht auch ein Video. Und ja, wir drücken euch natürlich die Daumen. Also gerade den Neuanfängern, also den. Ja, den Unbekannten. Ist ja jetzt hier, wie. Nochmal. Wie heißt euer Kanal? Euer Team? Die Schweinschmecker. Ja, also die Schweinschmecker. Ja. Die Frischlinge. Genau. Die Frischlinge hier. Ja. Genau. Das ist, er kann reden wie ein Großer, dafür finde ich halt besser. Ja, genau. Das gehört alles zusammen. Ja, gehört genau. Alles zusammen. So. Den Kanal vielleicht nicht so schön aus. Ja. Aber der Grill ist gar nicht schlecht, Sascha. Ja, ich wollte mal sagen, mit Wasserspülung. Ja, mit Wasserspülung ist ja mehr so, mehr schon so Outdoor-Küche, ne? Ja. Ja. Ah, Enders ist das. Ja, das kenne ich auch. Na, ist doch schön. Ja, man muss ja auch nicht immer Weber haben oder Bräuking oder wie sie alle heißen. Ne? Es funktioniert auch. Mittlerweile bin ich ja sogar vom Weber ab. Das ist, die sind mittlerweile unheimlich überteuert. Die neue Serie, die wir rausgebracht haben, schön sieht sie aus, aber für das, was sie kann, da sind die anderen beiden großen Anführungsstrichen deutlich besser. Ja, das ist ein kleines Team, ne? Aber ich sage auch immer wieder, den kleinen Teams, denen muss er auch mal eine Chance geben. Und sie haben Spaß daran. Ja, das haben sie. Das ist das Wichtigste. Ja, und ich glaube sogar, dass die gar nicht so schlecht abschneiden. Pass mal auf. Wir lassen uns ja, die sind, also die sind ja von sich selber sehr überzeugt. Unter den Top 10 sind wir auf jeden Fall. Ja? Ja. Wenn nicht sogar der 9. Platz. Ja. Also. Ja. So, und hier, weiß ich gar nicht, ist das ein Grillteam? Müssen wir erst mal gucken, ne? Aber Barbecue-Grillshop? Weiß ich noch nicht. Das klingt schon. Barbecue-Klassen, seid ihr ein Grillteam? Jetzt das mitmacht? Ein Grillteam bei der Meisterschaft? Macht ihr mit? Ich fall da meinen Rücken. Ja! Ja. Meisterschaft machen wir mit. Ja, ihr macht bei der Meisterschaft mit. Hier, komm. Auf jeden Fall. Ja, dann erzähl mal. Hier, Sascha, komm mit dazu. Ja, los, ey. Ihr müsst hier. Das ist. Nee, warum? Der kennt ist doch schon begift.
Der ist schon bekippt von der Shisha. Lass doch mal die Pfeife in Ruhe. Hä? Was ist das? Was sagst du denn? Das ist keine Pfeife. Du bist eine Pfeife. Ja, komm. Erzähl mal, was seid ihr denn? Du brauchst nur erzählen, was ihr für ein Team seid, wo ihr, woher ihr kommt. Genau. Ja, was es bei euch zu trinken gibt. Nee, wir sind aus Heinsberg. Also, weit weg. Direkt um die Ecke. Haben letztes Jahr angefangen, in Aachen. Case BS und Stress haben wir mitgemacht. Ja. Dieses Jahr sind wir in Waldbrühl gewesen. Jetzt machen wir noch einmal in Aachen mit. Ja, und jetzt sind wir noch, haben wir uns meine Daten machen wir hier auch mal mit. Wie sieht das aus? Hast du das gut abgeschnitten? Oh, hey. Ja, 21 von 23. Ja, ich nicht der letzte geworden. Wollen wir hoffen? Nee, letzter sind wir nicht. Das ja, aber. 100%. Ja, ich sag jetzt mal auch, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht ganz vorne mitgemischt habt, ja, aber man lernt ja auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja unsere Devise. Wo man ein bisschen besser werden kann oder so. Ja, das auf jeden Fall. Ja, was habt ihr für ein Equipment da drin stehen? Ich sehe schon, ihr habt ein Auto. Sascha, die haben einen Otto Wiedegriller. Nee. Ja doch, einen Otto Wiedebiefer. Ja, es kann sein, also, mit ein bisschen Glück, dass meine Schwiegertochter da demnächst arbeitet, ja? Wollen wir mal gucken, das wissen wir noch nicht so ganz, ja? Otto Wilde macht ja so Premium-Biefer. Ja? Soll ich mal Werbung für Otto Wilde machen, ja? Ein hier. Ja, immer mal gucken. Hier wird schon schwer gearbeitet. Wir haben hier YouTube-Kanäle. Wie ist das okay für euch, wenn wir euch filmen? Ja, alles gut, ne? Ich bin seit 3 Wochen krank geschrieben. Ja, ist nicht so schlimm. Den im Rollstuhl, das ist der Chefkoch. Das ist der Chefkoch. Da ist der Chefkoch. Hey, der andere, der so gut aussieht. Hä? Ja, bist ja schon wieder du. Das ist der gleiche. Hallo, Chefkoch. So, da bereitet ihr eure Burger vor. Jawohl. So, jetzt kommt die ultimative Frage. Die Buns. Selbst gemacht? Nee, gekauft. Gekauft? Ja, klar. So, dann sage ich jetzt mal, weißt du, was das ist, Sascha? Selbst gekauft. Lecker. Ja. Ehrlich ist das. Ja. Ja, das ist ehrlich, da muss man sagen. Ganz kurz, die schmecken gut. Dann habt ihr die bei einem Bäcker geholt? Nee, die kriegt man im Supermarkt. Ja? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mal ein gutes Produkt gefunden hat, warum soll man es nicht sauber? Also, ich mache ja auch nicht den Ketchup selber oder die Butter. Nee. Oder. Ja, alles muss man nicht selber machen, ne? Ja, eben. Zum Beispiel Sauce Hollandaise, ne? Wer macht schon Sauce Hollandaise selber, ne? Da gibt es ja auch. Da kenne ich ein paar. Leider. Ja. Also, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Wenn du ein Fertigprodukt hast, was richtig gut ist, dann kannst du das auch als Fertigprodukt auch nutzen. Ja, wer das unbedingt selber machen will, der kann es ja immer noch selber machen. Ja, aber das dann hier vielleicht auch ein bisschen zu viel Hand hier, ne? Ja, ne? Dann wäre die Vorbereitung ein bisschen zu schwierig, ne? Was, Marco, was machst du denn hier? Nachtisch oder? Ich bereite schon mal die Sachen für den Nachtisch später. Darf ich ja wissen, was ihr für eine Aufgabe gekriegt habt? Oder das kann man frei, kann man sich ja frei wählen. Ach so, okay. Also, ja. Und das wird ein Büchlein? Das wird ein leckerer Apfel. Ein Apfelkuchen mit einer Amaretto-Creme und ein bisschen Fruchtdessert. Oh, ja, auf dem Gasgrill. Frisch nach Omas Rezept. Ja. Nee, nicht auf Gasgrill, sondern auf dem Kohlegrill. Auf dem Kohlegrill. Genau, ja. Gut. Ja, in der Schale da drin, ne? Macht genau, in der Backform hier. Komm her. Und machst den Teig habe ich schon vorbereitet. Also schön, kommen da Mandeln drauf? Nee, Mandeln da nicht, aber eine Mandel. Schöne Rosinen, wenn du mal riechen möchtest. Ja. Ich hab's mir schon fast gedacht, nee, die sehen nicht gut aus, die riechen gut. Die riechen gut. Wenn die so gut schmecken, die riechen, dann bin ich so fähig. Ja, du bist mir auf jeden Fall schon sehr sympathisch, ne? Da ist Alkohol drin. Achso, ja, nee, aber ja. Ich habe mir vorher schon mal getrunken. Aber nicht, dass du das den Kindern verteilst. Nicht ne? In dem Typen ist Alkohol, aber in den Rosinen. Nach der Zigarrenwärmung, ne, können wir doch mal eben Fläschchen nehmen. Oh. Ja, ist egal welchen Platz die machen, ne? Wenn die genug getrunken haben, dann ist der Platz egal. Also, aber so ich habe fußläufig 20 Minuten, eine halbe Stunde bis nach Hause. Ja, ich komme nochmal her. Ja, das wissen wir jetzt. Sind da, ja, nee, 9 Teams sind nur dabei. Ja. Also der 9. Platz ist auf jeden Fall sicher. Das ist eine abgesprungen. Mindestens. Immer unter der Top 10. Ja. Das nächste Team sind die Steakhunter. Die sind hier im Rheinland immer dabei. Ja, die sind auch schon richtig fleißig. Die haben da hinten das Hack schon schön geknetet. Ja, wir gehen mal gucken. Hier wird's natürlich die Frau. Warum? Warum wird's die Frau? Die Frauen haben meistens den besseren Geschmack. Ja, muss man ja sagen.
So, was macht ihr denn da? Burger-Patties. Boah, wie Käse. Das wird ja. Eins, ja? Ein Burger-Patty. Ein Hackbraten. Eins, ja. Genau. Da gute Salz darüber. Und das sind aber selbstgemachte Burger-Patties, oder? Ja. Das sind selbstgemachte Burger-Patties. Ja, Burger-Buns, klar, Entschuldigung. Ja, genau. Wir sind ja entspannt. Ihr kommt richtig, ja. Hör mal, ihr habt aber die Burger-Buns mit Eigelb eingestrichen, ist das richtig? Richtig. Ja, was sieht man an der Farbe? Muss ja so sein, die Farbe, ne? Muss ja schon glänzen. Ja, ja gut, du kriegst sie auch anders glänzen. Ja, wenn du ganz zum Schluss schön Butter drüber, flüssige Butter drüber, dann hat natürlich dann auch den Vorteil, dass dann die Butter schön in den Bann einzieht, ne? Das schmeckt sehr gut. Aber die sehen schon richtig gut aus. Guck mal da, wie der knetet, ne? Woran denkst du gerade? Wie lange? Hä? Was habt ihr denn für ein Fleisch genommen, wenn ich fragen darf? Auch zart an sich vorbei. Musst du denen fragen, ein Interview. Wie, du weißt nicht, was du knetest? Bis zum Nachtisch waren wir Vorsprung erster. Und dann sind wir knapp Zweiter geworden mit 0, noch was Punkten Abstand. Aber trotzdem mit 3 Pokalen nach Hause. Von daher aber hervorragend. Das heißt, wird schwer zu wiederholen. Ihr habt aber Ambitionen für dieses Jahr, oder? Na, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was soll's werden? Ich höre. Ja, ihr müsst aber auch mal ein bisschen so. Ja, wir schaffen das! Ja, das sowieso! Ich glaube, die sind so selbstsicher, die brauchen das gar nicht. Ja, das sind die Steakhunter aus Jüchen, ne? Ihr seid immer dabei, ne? Hier im Niederrheingebiet, ne? In Erkelenz immer. Ja, auf der Jukunda seid ihr da auch dabei, habe ich da gesehen, ne? Da habt ihr euch auch schon angemeldet. Das erste Mal aber nicht dabei. Ja, genau. Das erste Mal dazugeguckt, da gab es uns. Ja. So, da macht er noch gefüllte Jumping-Jongs. Hey Sascha, direkt gegenüber ist Erkertown. Ja, die direkten Konkurrenten. Ja, gegenüber 180 Grad weiter. Die sind auch überall dabei. Ja, und die haben schon vorne an ihrem Präsentierteller, den die da haben, haben sie schon ein schönes Plakat dran gemacht. Komm, wir zeigen euch das mal. Hier. Erkertown Barbecue hat direkt vorne mal was draufgeschrieben. Ja, Finger weg, sonst Finger ab. Hier lebt man gefährlich. Hier lebt man gefährlich. Ne? Damit du auch nicht nass. Ne? Hä? Damit du auch nicht nass. Sehe ich so aus? Ja, das musst du dem ja. Sascha sagen. Guck mal. Hallo. Wie hallo? Ich habe hier kein Bier in der Hand. Ja, wir reden von Essen. Der Sascha sieht vernünftig aus. Ja. So, können wir ganz kurz bei euch reinkommen? Dürfen wir das? Dürfen wir mal schauen, komm? Immer. Immer, wir kommen mal rein, komm. Wenn ihr nicht fummelt, dann geht das. Wir fummeln nicht. Ja, auch hier schnibbeln immer die Frauen. Ja, aber für meinen eigenen Nachtisch. Für deinen eigenen Nachtisch. Mit Erdbeeren. Und guck mal, wie schön akkurat. Erdbeeren und Käse, zusammen gibt das Erdbeerkäse. Oh. Der berühmte durch Funk und Fernsehen. Ne? Ja. Und alle mit den guten Dickmessern unterwegs. Wie sich das so gehört. Ja. Bin ich auch sehr zufrieden. Die haben auch eine schöne Feuerplatte mit Ring. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, damit das Fett nicht von, oder die Sachen nicht von der Seite runterlaufen. Ist da ein Ring an die Schweiß? Ja. Auch eine Idee. Auch eine Idee. Kuchen? Willst du mich vergiften? Nee, ich kann keinen Kuchen essen. Nee, sorry. Ehrlich, nee. Guck mal, ich hab ein Bier in der Hand. So. Bier und Kuchen. Ey, das ist ein gutes Zweck. Das wäre ja wie Bier und Bacon. Das geht nicht. Pass auf. Ja? Pass auf. Ach, aber spenden, ja klar. Ich guck mal, ob ich Geld habe. Wir können auch spenden ohne Kuchen. Also, ja. Ich muss aber gucken, ob ich auch was habe. Ich bin am Spenden. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon lange Geld da habe. Hier, komm, nimm mal das Geld. Hier, nimm mal. Ja, nimm weg alles. Komm rein damit. So. So. Ja. Kleinvieh macht auch nichts. Ja. So, den Kuchen könnt ihr woanders wegbringen.
Er sah trotzdem lecker aus, der Kuchen, da muss man auch mal sagen. Die Kinder sammeln bestimmt für einen guten Zweck, Sascha. Die wussten es nicht. Hä? Wie, die wussten es nicht? Sind die missbraucht worden? Ich hab gesagt, Papa hat gesagt, geh mal sammeln. Geh mal sammeln. Hör mal, dann mietet er, finanziert er nachher sein viertes Kind damit. Ja, so ungefähr. Ja. Ja. Ist egal. Wir haben einen Stand von Don Kane. Ja, Don Kane? Don Kane ist doch kein Stand. Das kann nicht sein. Wir machen nur Werbung für Don Kane. Wahrscheinlich. Ja, aber wir Produkte. Jetzt gehen wir doch mal gucken. Wir gehen mal dahin. Ihr seid gemietet? Man kann euch mieten? Boah. Ich hatte gedacht, das wäre in Deutschland verboten immer. Dann gehe ich mal davon aus, dass ihr besonders gutes Fleisch habt. Ne? Nur das Beste. Nur das Beste. Nur das Beste. Ja? Was ist das denn für ein Fleisch? Das ist jetzt von hier. Das haben wir uns von Don Kane natürlich. Ja. Aber ich muss sagen, eure Burgerpresse ist scheiße. Aus, ja, hier aus der Umgebung. Im Endeffekt hier sind Daniel und der Sascha von Don Kane. Ja. Das ist ja auch nicht so weit. Das ist alles einfach ein sehr lokales Ereignis hier. Genau. Sascha, komm, wir müssen mal ganz kurz da hinten hingehen. Komm mal wir mit. Müssen, weil müssen. Hier gibt es eine Neuerung in der Barbecue-Szene. Ja, der Gasgrill, der die Kohle anzündet. Komm, ey, da gehen wir uns angucken. Ich bin gerade darauf aufmerksam gemacht worden. Das ist ein Hybridgrill. Ja, guck mal, das ist eine ganz neue Sache. Die kenne ich nur ja nicht. Ja, die benutzen hier Oleobriketts. Kennst du die? Nee. Oleobrik, das sind gepresste Olivenkerne. Olivenkerne, doch, habe ich schon gehört. Ja. Kannst du dich nicht erkennen? Wo ich letztens, die Sizzlers, das waren es glaube ich, die haben einen Gasgrill, haben die Roste rausgenommen, eine Kohleschale reingemacht und dann die Kohle auf der einen Seite und Gas auf der anderen Seite genutzt. Ja, warum nicht? Dann die alles auf der Kohle angebraten und nachher gar gezogen. Hatte ich nicht gesehen, aber warum soll das abartig nicht gehen? Ja, aber die brennen gut, die Kohlen. Ich habe mir die mal auf Krefelder Grillmeisterschaft gekauft. Okay. Ja, und die sind echt nicht schlecht. Ja, aber... Gut, funktioniert. Ich meine, der Grill, der hat auch schon einiges hinter sich, ne? So sieht ein Edelstahlgrill aus. Also, liebe Freunde, überlegt euch gut, wenn ihr euch einen Edelstahlgrill kauft, dann sieht der hinterher so aus. Ne? Der hat aber draußen die Standard, siehste. Ja. Ich bin aber... Wir haben immer Hunger. Ich bin aber trotzdem immer ein bisschen fies, ne? Einmal drüber putzen, den ziehen konnten. Ja, ist nicht so schlimm. Ja. Kannst du ruhig sagen, das ist ja nie, das ist nie böse, ihr meint. Und hier wird sogar das erste zu essen. Guck mal hier. Da. Einmal lecker essen. Sascha, was hast du gekriegt? Na, Bier. Bier? Bier. Ne, Bier habe ich gekriegt. So. Na, Bier. Ich habe Bier verstanden. Bier habe ich ja noch in der Hand. Ich will irgendwie. Dann komm mal her. Reiß doch mal. Ja. Nimm mal die eine Seite. Mach mal ab, ich halte fest, warte. Ah, hast du? Ja. Hast du? Ja, warte, ich muss die andere Seite. Warte, Sascha! Ja, komm! Wir probieren hier schon mal das erste hier bei dem Mietstand von Don Kane. Genau. Ja? Kann man essen, ne? Der Bacon da drin. Wenn wir das jetzt 10 Stände lang, also sind ja nur 9, ne? 9 Stände lang so machen, dann sag ich dir, dann geht da nichts mehr rein. Egal. Oh. Das also Gute da dran wirklich, ist. Wirklich super lecker. Ein bisschen fettig, wie sich das so gehört. Ja, Steaken halt, ne? Ja. Und der Käse hat ja auch seinen gewissen Fettanteil, ne? Wie jetzt? Also. Ganz zum Schluss. Also ich würde sagen, das ist so ein. Also, das auf jeden Fall unter den Top 10. Auf jeden Fall. Mindestens. Auf jeden Fall. Ja? So, das war schon mal lecker. Direkt ein Bier hinterher. Ja, du musst aber die Flasche leer kriegen, damit ich die Hand frei kriege. Ich muss gleich mal gucken, dass ich irgendwas zu trinken kriege. Ja. Hast du nichts gekriegt? Nö. Da muss man was sagen. Oh, kein Naja, wir betteln am nächsten Stand, das geht schon. Ich ärgere mich jetzt schon wieder, weil ich nicht so lang kann. Ja? Die sagen immer, kommt noch vorbei, was essen. Ja, aber ich habe leider nicht so viel Zeit. Was filmst du denn da? Einmal die Soßen. Ja, komm, sollen wir auch mal Soßen filmen? Komm, wir machen heute nur Werbung.
Ja, danke. Weißt du, immer schön in die Wunde rein, ja? Ja, vielen Dank. Komm, jetzt tue ich auch noch die Soße. Da haben die schöne Soßen. So, haben wir auch noch Werbung gemacht. Komm, hier für Audio Brick machen wir auch noch Werbung. Ganz egal. Ja, dafür, dass die ganze Zeit Regen angesagt war, haben wir nur Glück. Ja. Obwohl, wenn ich da hinten so hingucke, guck mal da. Ja, es sieht nicht gerade danach aus, als wenn es schöner wird. Das könnte noch richtig komisch werden. Ja. Hier am nächsten Stand wird nicht gegrillt. Hier könnt ihr schöne Schneidblätter kaufen. Hier kriegt man Brot. Ja, weil, ich sag mal, hier an der Meile entlang, da stehen ja nicht nur Grillstände, sondern auch Stände mit Leuten, die Produkte verkaufen für Barbecue-Leute. Ja, und hier gibt es schöne Schneidblätter. So, hier könnt ihr nämlich aber auch richtig massive Brettchen kaufen. Die sind aber was für kleine Sachen, ne? Mein lieber Mann. Ja, tue ich das mal an hier. Ja, ich sag mal, wer will, ich kaufe doch zweimal. Ja, das ist das Problem bei mir zu Hause, dass ich meine Bretter jetzt gerollt habe. Ja, Mann, das ist aber ein Brett für die Ewigkeit, ne? Das ist, gerade die hier drüben, hier, ne? Die hat mal an. Das sind ja bestimmt 5 cm. Weiß ich nicht. 52 mm. Ja. 52? Boah, das kannst du aber gut schätzen, du. Ja, ich. Ja. Weiß doch. 100 Geldscheine. Sascha, ich habe einen Regenkopf abgekriegt. Oh nein. Ja, kannst du froh sein, bist ja bald zu Hause. Ja. Genau, Barbecue Point aus Castrop Rauxel. Hier die Beach Boys. Nein. Das hier ist nur eine Leihgabe. Ach so. Das ist doch mal, also man unterstützt dich hier. Komm, reiß deine Brust auf. Yeah. Hier, warte. So. Ja, ja. Achso, hier, ja. 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 Also, Peter. Ja? Reines Männerteam seid ihr? In der Tat, ja. In der Tat. Ja, es gibt also eine Dame, die normalerweise mit Dessert mitmacht, aber heute leider nicht gehabt. Nee, hat keine Zeit. Ja, ihr sollt alleine verlieren. Deswegen verbrennt. Und wo kommt ihr her? Aus Dortmund. Aus Dortmund. Das war schon eine ordentliche Anreise jetzt. Ja, Dortmund geht. Das ist eine Stunde. Ja, es ist halt nur unterwegs nach Erkelen zwischendurch ja mal irgendwann kein Navi und so. Ne? Ja, 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 ja. Hier hast du keinen Empfang. Da stehen dann so ein paar Bagger und dann fängt es an zu regnen. Ja, was habt ihr ein Glück. Hier sind schon die Vorbereitungen für die Burger. Jetzt komm mal gucken, Sascha. Jetzt guck dir mal die Burger-Patties an. Die sind nicht mit der Maschine gemacht, die sind mit der Hand gemacht. Ja. Kick dir das an. Definitiv. So muss es sein. Ne? Schöne Kuhle reingemacht, damit die sich nicht so rundziehen. Genau. Guck mal, wie filigran der mit dem Messer umgehen kann. Ja. Also Käse haben wir am liebsten, wenn man durchgucken kann. Das ist, hey, was, macht er jo. Was ist das für einer? Das ist Manchego-Käse, spanischer. Mit Chili. Ein Chili-Käse aus Spanien. Genau. Also wird ein bisschen scharf. Ja, das sieht man schon da hinten. Da macht er auch noch Chili dabei. Ja. Ich glaube, das wird was. Die ersten Regentropfen kommen schon runter. Ja, und, aber das ist ja nicht egal. Wir gehen hier trotzdem zu jedem Stand hin. Ja. Danke. Hast du drauf? Fotos gemacht. Hast du ein Foto gemacht? Ja, ist auch ich schön. Ich habe von dir noch gar kein Foto. Was? Mach mal ein Hast du Weitwinkel? Ist kein Problem, mach ich jetzt da. So, hier drüben ist der Stand von Napoleon. Das ist also voll der Werbestand. Hier kannst du alles ausprobieren, Sascha. Von A bis Z. Dann fangen wir nochmal hier. Hier fliegen schon die ersten Stände weg. Der Sturm kommt langsam auf. Aber wir haben alles hier rettet. Komm, wir gehen direkt mal hier rein. Komm, fangen wir an. Gucken wir mal direkt. Wer ist denn der Stand? Von wem ist denn der Stand? Namenlose. Ring of Fire Eisenbach. Was? Ring of Fire. Ja. So, ich hoffe, ihr seid mit mindestens 7 Mann. Nein, sind wir nicht. Wir sind zu 4. 6 mal für jede Ecke und ja. Einer, der grillt. Ja. Ihr seid auch ein reines Männerteam? Ja, leider. Ja. Wieso leider? Hast du nicht schon ein paar Frauen für uns? Dürfen wir mal bei euch reinkommen? Ja, selbstverständlich. Ist so kalt hier. Komm, ja, wir gehen mal rein. Drin ist trockener. So. Guck mal hier, schöne Kugel, einen schönen schmalen Bräuking haben die. Oh, und auf jeden Fall sind wir hier schon mal aus dem Regen raus. So, was macht ihr hier? Wir haben sogar Bier. Ja, meins ist leer, aber ich trinke eben noch eins. Kann ich das hier lassen? Ja. Und ich will entsorgen. Auch ja. Und was machst du denn da? Kühlschrank.
Dimmi, bring mal zwei, drei Bier mit. Was machst du denn jetzt da? Wir machen einen Burger mit Rinder- und Entenfleisch. Mit Rinder und Enten? Und da wird noch eine Garnele drin eingearbeitet. Wow. Macht ihr die noch klein oder bleibt die komplett? Die wird noch einmal durchgeschnitten. Und dann kommen die hier in diesen... in den Patties hier. Das sind so Mienudeln? Okay. Ja, genau. Ja. Wird quasi ähnlich wie ein Mie-Burger. Ja. Die sind immer schön recht kross dann. Ne? Ja, genau. Ja. Die sind schön kross und das Fleisch ist geil. Das schöne Ente vom Gänsepeter aus Rahmrad. Ja, ja, ich kann dir alles erzählen. Wer ist der Gänsepeter? Ja, einer aus Rahmrad. Kann da jeder hin und seine Gänse kaufen? Kann jeder hin seine Gänse kaufen, seine Enten, Hähnchen für den Grill. Sehr geil. Ja. Da ist wenigstens was Fett dran. Kannst du wenigstens mit tun, ne? Also, ja, optimal. Super. Wir haben gerade so gelacht. Es gab hier ein Bier. Nein! Es gab ein Bier und Sascha wollte trinken und war mit dem Bier gefroren, ne? Aber durchgefroren oben. Kann man doch rutschen. Ja, aber nur oben. Nur Sascha hat die Flasche angefasst und dann ist das flüssig geworden. Ich bin so heiß, dass wir jetzt haben wir schon langsam wieder Zimmertemperatur. Wisst ihr, der Regen ist vorbei. Das so, warten also nochmal vielen Dank. Zum Glück trippelt das jetzt nur noch. Ne? Wir haben die gerettet. Das Zelt ist hier rettet. Wir haben das festgehalten. Ja, sonst wären die weggeflogen. Ja, der Wind. Der Wind ist schon ein Spaß. Sollen wir noch drüben nach Napoleon gehen? Einmal ein bisschen Merchandise. Werbung. Ne, wir müssen ja nicht immer nur von Weber und von Breukin erzählen. Wir können ja auch mal was von. Wir können auch mal Napoleon. Napoleon baut auch gute Grills. Nein, Napoleon baut super Grills. Ja, klar, bauen die super Grills. Da gehen wir jetzt rüber. Was hältst du eigentlich von. Was? Was hältst du eigentlich von dem Bernhard? Bernhard? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Kann ich auch nichts Schlechtes drüber erzählen. Muss ich mich mal aufpassen, weil der Jelly von Elite Barbecue, der hat ja so eine Kooperation. Der grillt alles mit Bernhard. Ja. Der schwört da drauf. Und wenn der sagt, dass das Jud ist, warum soll er nicht Jud sein? Ich hab den jetzt das erste Mal vor 2 Wochen gesehen. Ja. Und den Jelly? Nein! Nee, also bewusst den Bernhard. Ja. Und hab mir gedacht, hier den Big Fred, der ist schon interessant. Der Fat Fred ist für mich wahrscheinlich noch interessanter, weil große Familie dahinter. Ja, kann ich nicht. Müsste man schauen. Aber ich glaube, selbst der Big Fred hat 2 von diesen 800-Grad-Zonen da drin. Wenn du eine große Familie hast, dann ist das schon interessant. Ja. So, jetzt sind wir aber bei Napoleon. Gucken, vielleicht haben die auch was Geiles. So, vor allem muss ich gerade mal mit Kamera trocken machen. So, jetzt muss ich noch kurz warten, bis der Sascha soweit ist. Der muss erst sein kleines, zartes Stupsnäschen putzen. Nee. Nee, muss die Linse sauber machen. Voll draufgetropft. Ja. Ich habe hier gerade gesehen, beim Stand hier von Barbecue Grill Shop, ist das so? Ja, die sind ein bisschen, Napoleon-lastig. Und haben hier von der Firma Traeger tatsächlich einen Veggie-Wrap. Ja. Jetzt frage ich mich nur, wann ist denn der Wrap eigentlich nicht Veggie? Wenn der Bacon drin ist? Soll ja auch. Ist so ein Wrap eigentlich nicht meistens Veggie? Oder ist der für Veggie? Jetzt komm, jetzt muss ich mal fragen. Ja, jetzt, pass auf. Es gibt doch jetzt im Moment so einen Trend Beyond Meat. Kennst du das? Kennst du diesen neuen Burger Patty ohne Fleisch? Ja. Ich habe von diesem Burger Patty ohne Fleisch gehört. Ja. Den hat der Klaus gegessen und mehrere schon getestet. Was hältst du davon? Ich habe diesen Test gesehen. Ich bin nicht glücklich damit. Ich bin der Meinung, wenn etwas nach Fleisch schmecken soll und so viel Gewürz da dran ist, dass das nach Fleisch schmeckt, dann ist das nicht gut. Weißt du, was mir ein bisschen nicht so gefällt an der ganzen Sache? Jeder lobt den Geschmack oder redet von dem Geschmack und von der Gesundheit dieses Burgers. Ja, ich habe mir mal die Inhaltsliste angeguckt. Ja, ist ellenlang. Und weißt du, was da auch noch drin ist? Palmöl ist da drin. Ja, und wie gesund Palmöl ist, brauchst du ja nicht zu erzählen. Das haben wir dann schädigt die Natur ohne Ende. Und dann reden die von gesund. Ja, das ist für mich nicht gesund. Da habe ich lieber einen Burger, wo ich genau weiß, da ist ein gutes Rindfleisch drin. Ja, und
mehr nicht. Es ist ja für die Leute gedacht, die eigentlich gar kein Fleisch essen wollen. Das wiederum, dann bin ich der Meinung, dann sollte man auch nicht so Fleisch zu essen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich will kein Fleisch essen, ja, dann lasse ich das Ganze nicht so aussehen wie Fleisch. Ja, die tun alle möglichen Inhaltsstoffe da rein, damit das aussieht und schmeckt wie Fleisch. Also für mich ist das Pharisäertum. Tut mir leid. Also ich bin da ehrlich. Lieber so ein Karottenburger oder so. Ja, dann nenne ich das Karottenburger oder so, ne? Aber ja, ohne Fleisch. Ja, ja. Nee, für mich ist das nichts. Ich habe noch nicht probiert. Ne? Ich weiß nicht, ich will ja nicht sterben. Ja? Also ich werde, glaube ich, nicht probieren. Lieber so zwei Fingerbreit Fleisch. Ja. Und dann ist das gut. Ja, man kann ja dann lieber darauf achten, dass das Fleisch, was im Burger drin ist, sagen wir mal, gutes Fleisch ist. Dann lieber von dem Herz. Was vernünftiges ist. Genau so sehe ich das auch. Am Sonntag, da ist das dann schon vorbei, sage ich jetzt mal. Da mache ich ja die Tagesschau. Ne? Da werde ich das Thema auch ansprechen. Ja. Dann gucke ich auf jeden Fall, dass ich dabei bin. Ehrlich, wie ich bin. So, komm, wir gehen weiter. So. Schade mit dem Wetter. Aber super. Aber die haben einen schönen Stand. Riesenauswahl. Ja. Kann man nicht meckern, ne? Guck mal, hier gibt es sogar was für Gläubige. Da gibt es ein Gospel. Ja, müsste ich eigentlich unserer Putzfrau mitbringen. Die ist im Gospelchor, aber ich weiß nicht. Oh, hier. Ja, der ist nicht schlecht, ne? Ja, ich finde das immer gut. Ich sage das immer, das ist Smoken für Faule. Ja, ja, aber funktionieren tut das natürlich super. Erwähnen, Sascha. Komm. Hier, komm. Da. Einmal die Spooking Pigs Barbecue. Spooking Pigs Barbecue. Genau. Was hier wird denn da? Ja, so ziemlich alles, was auf der Rückseite steht, ne? Hallo. Ich fühl's direkt mit. Mach mal Selbstwerbung. Komm auf. Ja, komm. So, erzähl mal was. Erzähl mal. Du kannst hier Werbung machen bis zum Ende. Bis zum Ende, okay. Ja, logisch. Ja, wir sind seit gestern online, ne, mit dem Spooking Pigs im Endeffekt. Ja, wir haben so ziemlich alles, was so namhafte Grillhersteller anbieten. Wir haben jetzt im Moment überwiegend die ganzen Gerüchte und sowas online und Grillmodelle und Hardware folgt im Endeffekt. Ja, also wie gesagt, seit gestern online und gerne mal vorbei. Und wenn ich das richtig sehe, Hardware markenübergreifend. Eigentlich alles, ne? Ja. Ist schon ein schöner Stand, ne? Wir sind hier jetzt bei der Fleischerei Rüsken. Das ist ja die Metzgerei, die das ganze Fleisch für diese Grillmeisterschaft hier stiftet, ja, zur Verfügung stellt. Ja, da müssen wir die natürlich auch erwähnen. Ne? Logisch, ihr seid Mitarbeiter der Firma. Ja. Ja, wo ist der Chef? Ist der drin, ne? Der ist drin. Ja, der wollte gleich nochmal rauskommen. Komm, wir zeigen nochmal hier schon mal die Würstchen. Das ist noch richtige Handwerkskunst, ne? Die haben genug zu tun gehabt. Ja, komm, wir gucken. Auch von der Qualität her, ich kann es nur bestätigen, ich war vor 3 Wochen mal hier, Superfleisch. Ist Superfleisch. Also du das sagst. Wie gesagt, vor 3 Wochen ungefähr hier gewesen, ich habe nur in Anführungsstrichen Rippchen geholt. Aber war geil. Dermaßen zart. Ja, das geil. Das Einzige, was scheiße, ich habe es nicht gefilmt. Wow, komm, wir gehen mal gucken. Das war so einfach viel zu spontan. Ja. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Hier machen wir mal ganz groß die Firma Rösken drauf. Fleischerei hier in Erkelenz. So, und dann gucken wir mal hier. Mitten gucken wir mal, da Zentrum. Haben die schönes Dry-Age-Fleisch. Ne? Guck mal da. Flat Iron, Wagyu Burger Patties, da ist alles drin. Ja, wir haben, glaube ich, schon ausgesprochen, was da alles hat. Also Wagyu habe ich jetzt hier einmal, das sind jetzt kleinere Steaks, hier sind zum Beispiel kleine drin, ganz toll. Oder eben dann hier auch so richtig schöne Kohle. Ja, hi, da bist du. Hi, komm her. Ja, wir müssen euch ja im Video erwähnen, ne? Wenn ihr schon das Fleisch stiftet, klar, wir wollen aber, ne? Wenn ihr schon das Fleisch zur Verfügung stellt, ja, dann finde ich, das ist das für mich eine Ehrensache, euch auch mal zu erwähnen. Ich wünsche der Veranstaltung viel Schwein. Ja, viel Schwein. Damit wir es schon mal wissen. Du hast geile Sachen hier.
Ja, das echt freut mich schon mal. Ja, ja? Wir geben uns Mühe. Ja, wenn man mal was Anständiges grillen möchte, dann kann man also zu euch kommen, denke ich mal. Dann ne? kann man absolut zu uns kommen. Wir sind da echt gut aufgestellt, auch wenn man mal so einen Blick in die Theke. Also buttergereiftes Entrecot. Wir haben Dry Age Schweinekotelett vom Schwäbischen Gericht. Aus unserer eigenen Schweinezucht. Hier sogar mit Filet drin. Ganz zart, ganz fein. Wir haben also Terras Major, hier haben wir Flat Iron mit fermentiertem Pfeffer. Alles schon fix und fertig eingelegt. Also grillfertig quasi. Und schöne Stücke, wo die Leute halt Spaß dran haben. Ne? Ja. Und was ganz wichtig ist, was ich noch finde, ist, dass es nicht nur geiles Fleisch gibt, sondern auch eine gute Beratung. Das ist uns auch ganz wichtig, weil immer wieder, es gibt viele Leute, die kennen sich halt gut aus, ne? Logisch, die beschäftigen sich damit seit Jahren, aber es gibt auch viele Leute, die fangen gerade erst an, mal andere Dinge zu grillen, wie dieses übliche Flachgrillen, was man so kennt. Ja. Und da brauchen die auch immer so einen Anstupser und man muss den Leuten dann wirklich immer wieder, muss man die informieren und die auch immer wieder aufklären, was man machen kann, wie man es machen kann. Genau, wir wollen ja auch, dass das gute Fleisch nachher auch gut vom Grill wieder runterkommt. Ja. Ne? Ja. Man kann ja sogar gutes Fleisch versauen. Man kann sogar gutes Fleisch versauen. Ist ein bisschen schwieriger, Aber es geht auch. Intramuskuläres Fett, Fütterung ist wichtig. Und das Tier braucht Zeit. Zeit. Dann entwickelt sich Aroma, gute Qualität. Das ist beim Schinken, bei der Salami genauso. Eine Salami, die in der Woche fertig ist, die kann nicht schmecken. Eine Salami braucht mindestens 8 Wochen. Und dann geht das weiter. Und so ist das, zieht sich das wie so ein roter Faden quasi. 17:30 Uhr. Nehmt euch Fleisch, wenn ihr was Gutes essen wollt, nehmt euch Zeit, esst das, es muss nicht jeden Tag sein, aber wenn, dann vernünftig. Ja, das ist also der Aufreger, den meine Frau hat, wenn ich dann am Wochenende grille, dann ist das Fleisch nicht sofort fertig. Ja. Ich stimme das gut. Sehr gut. Ja, probieren Sie mal. Wir probieren jetzt. Läuft die Kamera? Ja, wir. Was probieren wir jetzt nochmal? Sag nochmal. Wagyu-Bratwurst. Frische Wagyu-Bratwurst. Ja. Andere würden da niemals eine Bratwurst rausmachen. Nee. Ja, aber ich habe ja auch schon mal, aus dem Tri-Tip auch einen Burger gemacht. Aber ja. Eine Bratwurst ist auch ein hochwertiges. Genau, ja. So sieht das aus. So. Es fangen ja auch mittlerweile die Leute selbst an zu wurzeln. Das ist jetzt das Jahrste. Ihr habt das auch das erste Mal und versucht. Das, und das große Filet drin ist das Porterhaus. Ja. Die sind ja beide am Knochen gehalten. Also hier, das ist das große Stück. Das ist lecker. Ja klar, der Dampferzeuger ist wieder da. Der ist auch immer bei mir und gibt Kommentare. Den habe ich. Wo haben wir uns getroffen? In Erkelenz oder war das auf der Jukunda? In Krefeld. Ja. In Krefeld haben wir uns schon getroffen. Und hast du schon was Schönes gesehen? Ja, ich habe schon ein paar Ankerkrautgewürze gekauft. Ja? Ja, gibst du wieder Geld aus, ne? Ja, ich habe wieder aus. Ne? Die Frau muss alles fragen, wie ich dazu sehe, ne? Hast du deine Frau gut erzogen? Ja. Die kann ich jetzt nichts sagen, ja, weil die macht ein Video, ne? Und die will ich nicht blamieren. Ja? Ist auch besser. Ja, schön, dass du da bist. Wir gehen jetzt in die Richtung, wir sauen in die Richtung. Ja, 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 gehen wir mal mit. Weil hier in die Richtung runter ist nicht mehr. Ne? Ja, so. Da hinten sind ja die Grillteams. Genau. Ja, genau, da gehen wir runter. Da müsste jetzt langsam alles fertig werden, ne? Wie spät haben wir denn? www.grillkanal.de. Grillkanal.de, wir haben gerade Soße probiert bei Barbecue. Ja, Barbecue. Weltbeste Barbecue-Soße. Ich muss mich beeilen, ich habe nur noch 10 Minuten. Ich muss zum Auto rennen, weil ich muss noch zu meinem Enkelkind. Ja, Sascha, komm noch mal kurz mit drauf. Ja. Wir machen hier das Abschlussbild. Ja, ich habe leider keine Zeit mehr. Ich habe versprochen, zum Enkelkind zu kommen. Und deshalb, du gehst noch mal runter, bestell den anderen, die da unten sind. Bestell denen noch mal einen schönen Gruß.
Was? Ja, das war dann für heute von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Dirk von Heinung Barbecue. Ja. Tschüss. Grüßes Kind. Ja, genau. Tschüss.